Herzlich willkommen zurück zu The Da Vinci Code Sakrileg. Im letzten Part haben wir im Raum der Nike eine Scheibe gefunden, die mit einer Lilie verziert ist. Und jetzt müssen wir noch aus dem Louvre fliehen. Und Robert ist schon ziemlich angeschlagen, Sophie auch. Aber wir wollen hier trotzdem noch raus. Wo geht's dahin? Bitte raus. Geheimnisse gefunden. 3 von 3. Neues Rätsel freigeschaltet. Neue Grafik freigeschaltet. Neue Bonusmission freigeschaltet. Yay! Cool! Jetzt kann man speichern. Das ist sehr schön. Jawollo. Ja. Zum letzten Mal. Wo ist der Schlossstein? Noch einmal. Bis hier sollst du gelangen, nicht weiter. Dann beten Sie, Schwester. Großvater wollte, dass wir zu seinem Haus fahren. Alle Spuren führen dorthin. Schon klar, aber Sie haben Schwester von Krings Nachricht gehört. Sie muss gehen. Müssen wir uns fürs Erste aufteilen. Ich hole Sie bei Sans und Lisa. Robert, seien Sie vorsichtig. Sie auch. Was ist hier passiert? Tja, was immer hier passiert ist, es scheint um Mitternacht geschehen zu sein. Wer auch immer das getan hat, muss unglaublich stark sein, von unglaublich wütend ganz zu schweigen. Jemand hat Schwierigkeiten. Sind Sie wohlauf? Wer war das? Heute Abend sind so viele seltsame Dinge geschehen, dass ich nicht mehr weiß, wem ich vertrauen kann. Also muss ich Sie zunächst fragen, wer Sie sind und warum Sie hier sind. Ich heiße Robert und bin ein Freund von Jacques Saunière. Schwester Sandrine hinterließ eine beunruhigende Nachricht auf Saunières Anrufbeantworter. Also kam ich her, um zu helfen. Ich fürchte, Sie kommen zu spät. Schwester Sandrine ist tot. In Anbetracht der Umstände nehme ich an, sie wurde umgebracht. Ja, ein grimmiger Mann mit roten Augen und blasser Haut. Er wollte irgendetwas, doch Schwester Sandrine konnte oder wollte es ihm nicht geben. Er wurde wütend und tötete sie. Dann nahm er das Zimmer auseinander. Er war noch zornig, als er ging, also fand er wohl nicht, wonach er suchte. Und der Mönch, der sie angriff? Die kamen später. Sie nahmen einige wertvolle Gegenstände und den Kerzenständer mit dem Schwester Sandrine getötet wurde. Ich glaube, sie wollten die Geschehnisse vertuschen. Aber dann müssten sie sie ebenfalls zum Schweigen bringen. Ja, und sie jetzt auch. Stimmt. Hat Ihnen Schwester Sandrine irgendetwas erzählt? Nein, aber sie verhielt sich heute Abend sehr seltsam. Normalerweise ist sie offen und warmherzig. Doch vorhin benahm sie sich außergewöhnlich geheimnisvoll. Was haben Sie beobachtet? Sie ging um die Kreuzwegstationen zu beten. Das ist hier gang und gäbe. Doch sie betete nicht in der richtigen Reihenfolge, was sehr seltsam ist. Danach ging sie hinunter in die Krypta. Ich habe noch nie jemanden dort hinuntergehen sehen. Vor allem deshalb, weil sie immer verschlossen war. Ich hab's versucht, konnte sie aber nicht öffnen. Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen? Irgendetwas? Tja, ich fand das nicht der Rede wert. Aber sie trug eine Flasche Öl bei sich. Das ist alles, was mir einfällt. Verstehe. Danke, Schwester. Marguerite,
Ich bin Schwester Marguerite. Ich versuche herauszufinden, was Schwester Sandrine tat. Vielleicht brauche ich später Ihre Hilfe, Schwester Marguerite. Gibt es hier einen sicheren Ort, an dem Sie sich verstecken können? Mein Zimmer ist nebenan und das Schloss ist stabil. Klopfen Sie an, wenn Sie Hilfe benötigen. Und ich werde helfen, wenn ich kann. Oh, und seien Sie vorsichtig, wenn Sie lateinischen Sprechgesang hören. Dann sind die Mönche nicht weit. Mysteriös, mysteriös alles. Arme Schwester Sandrine. Haben wir denn jetzt mal Hinweise auf irgendwelche Menschen oder so? Schwester Marguerite. Schwester Marguerite ist noch neu in Saint-Sulpice. Sie kam aus dem Konvent in Paris, um Schwester Sandrine bei der Arbeit in der Kirche zu helfen. Der von Natur aus nervösen Frau wurden, teils auf Schwester Sandrines Veranlassung hin, die nächtlichen Betpflichten erlassen. Nach der Ermordung ihrer Fürsprecherin waren ihr seltsame Ereignisse unmittelbar vor deren Tod wieder ins Gedächtnis gekommen. Sie erwähnte, Schwester Sandrine habe an den Stationen des Kreuzwegs gebetet, bevor sie in die Krypta unter dem Kirchenschiff gegangen sei. Woher weißt du, dass die da was anderes gemacht hat und so, aber gut. Schwester Sandrine, der Kirche war Schwester Sandrine für alle nicht religiösen Aspekte des Kirchenbetriebes verantwortlich, etwa die Hausverwaltung, die Einstellung von Hilfs- und Reinigungskräften sowie Fremdenführern. Das Verschließen des Gebäudes am Abend, die Bestellung von Messwein und Hostien für die Heilige Kommunion und vieles andere mehr. Sie war eine kleine 60-jährige Frau mit ruhigen Augen, die durch die sanften Stimmen ihrer eigenen Seele ihren Frieden fand. Ach Gott, diese ganze Leserei. Orte. Und da wir ja gerade schon mal hier sind, können wir das auch lesen. Saint-Sulpice Kirche, Frankreich. Auf den Grundmauern einer kleinen Anlage aus dem 13. Jahrhundert errichtet, gilt die Kirche als eine der prachtvollsten in ganz Frankreich und ist Sulpitius dem Frommen geweiht, der im 7. Jahrhundert Erzbischof von Bourges war, im Quartier du Luxembourg innerhalb des Geländes der Abtei von St. Germain gelegen, wurde sie einst als Pfarrkirche für die Bauern genutzt, die auf dem linken Ufer der Seine lebten. Nach Angaben der Prieur, oh Gott, ich kann diese ganzen Worte nicht aussprechen, dieses Geheimordens, gab es an dieser Stelle einmal einen Tempel, der Göttin Isis geweiht war. Mit ihrer imposanten Gestalt und ihren nicht ganz zueinander passenden barocken Türmen ist sie nach Notre-Dame die zweitgrößte Kirche in Paris und wurde 1646 von dem berühmten französischen Architekten Levaux entworfen. Man sieht den Bau als vollendet an, seit 1766 die Fassade vom italienischen Architekten Giovanni Servandori hinzugefügt wurde. Zahllose Sehenswürdigkeiten ziehen Besucher aus der ganzen Welt an. Der berühmte Schriftsteller Victor Hugo hat in ihren Mauern geheiratet. Marquis de Sade und Baudelaire wurden hier getauft. In ihrem Inneren finden sich einige Fresken, die von irgendeinem gemalt wurden, darunter auch Jakobs Kampf mit dem Engel und die Vertreibung Heliodors aus dem Tempel. Auf einem steinernen Sockel ruhen die beiden Weihwasserbecken in Form von gigantischen Muscheln von Jean-Baptiste Bigal. Sie wurden König Franz dem I. von der Venezianischen Republik geschenkt und 1745 von König Ludwig dem 15. an die Kirche weitergegeben. Ferner ziert die Kirche eine gewaltige Orgel, die zu den größten der Welt gehört. Dieses meisterhaft gestaltete Instrument wurde von mal wieder irgendwem im 19. Jahrhundert gebaut und gehört zu den 3 Orgeln in ganz Europa, die über 100 Register verfügen. Oh mein Gott, diese ganzen Namen und dieses ganze Französisch. Ich hasse das. Untersuchen. Der ist nur bewusstlos. Das ist der Mönch, den ich ausgelockt habe. Er trägt eine spezielle Tracht, aber der Stoff ist ganz eng verschnürt. Wahrscheinlich, damit nichts raschelt, wenn er sich bewegt. Willst du den nicht mal töten, falls der wieder wach wird? Das ist immer so nicht gut, wenn man sowas am Leben lässt. Weil der könnte gleich hinter dir stehen und sagen, haha, ich war nur bewusstlos, deswegen töte ich dich jetzt.
unten da liegt was nehmen. Das könnte nützlich sein. Ja, das glaube ich auch. Nicht, dass der Mönch sich das noch nimmt. So, Schwester. Was ist da? Balkon. Na gut, kann man mal gucken gehen. Ah, von hier kann man dann anscheinend runter gucken. Was sind eigentlich die Ziele? Hätte ich vielleicht erstmal gucken sollen. Ergründen Sie die Geheimnisse von Saint-Sulpice. Okay. Das können wir gerne tun. Öffnen. Ah, Chemikalien schon wieder. Vorratsregal. Holzschneider. Ja, sowas kann man immer brauchen. Ja, vor allem gerade in so einer Kirche, ne, wo man dann einfach mal irgendwas aufschneidet oder so. Ölkanne. Schwester Marguerite hat erwähnt, dass Schwester Sandrine Lampenöl bei sich trug, bevor sie starb. Das könnte wichtig sein. Das könnte wichtig sein, wie er das jetzt gesagt hat. Na, die Kruzifixe willst du nicht. Okay, dann war es das hier wohl. Gehe ich jetzt mal von aus. Hier sind Mäuse oder so. Oder Ratten, vermutlich. Dann gehen wir wieder zurück. In den Wohnbereich. Da müsst ihr mal den Film Der Hammermörder gucken. Da muss ich mal lachen, wenn ich Wohnbereich höre oder lese. Weil dieser Typ, der führt dann irgendwie, also der ist eigentlich bettelarm und führt dann halt so, weiß ich nicht mehr, Freunde, Verwandte durch die Wohnung. Ja, hier ist der Wohnbereich. Da muss ich schon immer lachen, das ist witzig. Schwester Sandrines Leiche. Sie hält einen Zettel in der Hand. 4 Telefonnummern. Und das Symbol einer Lilie. Schwester Sandrine muss Mitglieder der Prieuré de Sion angerufen haben, als sie angegriffen wurde. Dachte ich's mir. Die Nummer von Jacques Saunier im Louvre. Ein weiterer Beweis, dass Saunier Mitglied der Prieuré war. Körper. Die arme Schwester Sandrine. Sieht aus, als hätte sie jemand mit einem schweren Gegenstand erschlagen. Was für ein Ungeheuer würde so etwas tun? Und warum? Mal wieder, weil er es kann. das Spiel hängt. Ah. Also manchmal ist es ein bisschen creepy hier. Du willst der Nonne doch wohl jetzt nicht unter den Rock gucken, wa? Gucken wir mal etwas genauer hier in dem Räumchen. Vielleicht hier. Am Schreibtisch Notiz. Das ist eine Inschrift. Matthäus 7,14. Offensichtlich eine Bibelpassage, aber die Zahlen sind fett gedruckt. Vielleicht haben sie eine Doppelbedeutung. Aufschreiben. Man weiß nie, ob das wichtig ist. Matthäus 7,14. Verlassen. Und er hat sie auch mitgenommen. Da ist anscheinend nichts. Leere Schublade. Woher weißt du, dass die leer sind? Hast du da schon reingeguckt? Okay, die sind also nicht interessant. Dann weg da. Das Doofe ist halt wirklich mit den Speicherpunkten. Deswegen werde ich jetzt hier auch nach dem Part dann aufhören erstmal. Weil die anderen Parts, die sind alle an einem Stück entstanden. Auf dem Kästchen ist ein Priori-Symbol, aber es ist abgeschlossen. Ich muss es aufmachen. Vielleicht finde ich Hinweise, was Schwester Sandrine mit Sonniere und der Priori zu tun hatte. Also geht's wieder nur um das Ding, das aufzukriegen. Also mit dem Bolzenschneider vermutlich. Auf dem Kästchen ist ein Priori-Symbol. Achso, ja, ja. Also vermutlich, was haben wir denn an Sachen? Die Ölkanne eher nicht. Wir probieren mal den Bolzenschneider. Nö, will er nicht. Okay. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel sehr gut, auch wenn die ersten Rätsel so ein bisschen waren, außer halt dieses Mischen von den Chemikalien fand ich ganz gut. Schwester Marguerites Zimmer, nein, Marguerites Zimmer. Marguerite ist bei Game of Thrones. Da wollen wir nicht hin.
öffnen. Noch mehr Mönche. Ich glaube, sie suchen etwas. Hoffentlich nicht mich und Schwester Marguerite. Wollen wir den mal angreifen? Komm mal her. Ich hab keine Angst vor euch, ihr Süßen. Komm her. Mach, 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 mach! Ha, perfekt. Was wollte er denn jetzt hier? Keine Ahnung. Das sind jede Menge Tauben. Genau, haut mal ab. Aha. Schwester Marguerite, wenn das dein Zimmer ist, würde ich das mal schnellstens zumachen, gute Frau. Wo geht's denn? Ach, hier geht's in die Krypta. Nee, ins Erdgeschoss. Aber da gehen wir erst beim nächsten Mal rein.